Hallihallo Leute, ich bin's, die Lo, und heute habe ich was von der Insel Eila für euch. Hallo ihr Lieben, ich melde mich ganz spontan mal aus dem Urlaub. Wie ihr sehen könnt, bin ich am See ganz allein und ich fand es hier total schön. Und weil ich hier gerade ein paar Fotos gemacht habe, die ich euch hier mal einblende. Und dieser Ort auch relativ mückenfrei und schön sonnig und ruhig ist, habe ich mir ganz spontan gerade überlegt. Ich drehe ein Whisky-Video für euch. Und heute geht es um Scarabus. Das ist ein Single Malt Scotch Whisky von der Insel Eila. Kommt in einer unglaublich schönen weißen Tube mit goldener Bordüre obendran, ist auch schön geprägt, alles sehr verschnirkelt und verschwirkelt und mit schwarzer Schrift und goldenen Applikationen und kommt dann am Ende auch in einer wunderschönen schwarzen Flasche und hat dieses gold-weiß-schwarze Etikett drauf, was total fein und verschnörkelt ist und alles. Ja, und das war es auch schon so ziemlich, was wir über diesen Whisky wissen. Ich habe mich auch überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe den einfach mitgebracht, weil ich ihn gerade da hatte und fotografieren wollte. Falls ich herausfinde, was es genauer damit auf sich hat, dann schreibe ich das euch in meinen Blogbeitrag. Den findet ihr dann unter diesem Link dazu. Genau, also, was steht denn hier auf der Flasche dazu? Gucken wir erstmal auf die Tube, da steht bestimmt was dazu. Only those who seek shall find. Das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Es ist auf jeden Fall distilled on Eila. Es ist also ein Eila Whisky. Wahrscheinlich rauchig. Ja, steht auch direkt hier drunter. Eila peat smoke and sea salt on the nose, followed by warming leather notes and wonderful vanilla sweetness in the mouth, leading to a rich, lingering finish. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Ist von Hunter and Lang, also unabhängig abgefüllt. Unabhängig abgefüllter Eila Whisky. 46 Volumenprozent, höchstwahrscheinlich. Ah! No artificial coloring or chill filtration. Also weder gefärbt noch kühl gefiltert. Oh, ein bisschen unbequem ist das schon auf dem Steg hier. Habe ich mir nicht so überlegt. Also nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert von der Insel Eila. Welche Brennerei steht jetzt nirgendwo drauf? Kriegt man aber bestimmt auch durch irgendwelche geheimen Hinweise raus. Ich finde sie jetzt so schnell nicht. Auf jeden Fall ist er auch gar nicht so teuer. Ich glaube, der kostet so 37, 40 Euro, so eher im unteren Preissegment. Und ich merke am Anfang auf jeden Fall Rauch, der ist da, aber der hat auch was total Süßes, was total Fruchtiges. Und was sehr salzig ist. Also ich habe die Salznote sofort in der Nase gehabt. Ein eher fleischiger Rauch. Und die Fruchtnote ist auf jeden Fall hell, aber keine Zitrone. Aber trotzdem sowas Helles. So ein bisschen saurer Apfel. Oder eher so ein noch nicht ganz reifer Pfirsich. Aber er riecht auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Ich habe ihn übrigens mitgenommen und ausgewählt, weil er, wie gesagt, ein nicht so teurer Whisky ist. Und ich gelesen hatte, dass er relativ
nicht einfach im Geschmack ist, aber nicht hyperkomplex, also nicht sehr anspruchsvoll zum Trinken. Und darum ging es mir auch, dass ich einfach, ja, ich bin mit Freunden hier und deswegen war es mir relativ wichtig, dass es ein Whisky ist, der sich leicht trinken lässt von jedem und der zu einem entspannten Abend passt, wo ich nicht unbedingt einen Whisky hyperanalysiere. Gut, das mache ich genau jetzt, aber ich finde, das kann man sich so 5 Minuten am See mal gönnen. Also in der Nase war der Rauch total fleischig, jetzt hat er aber eher was Aschiges. Das finde ich auf jeden Fall schon mal äußerst interessant. Die Süße ist auch gar nicht so vordergründig. Also ich hatte jetzt tatsächlich eine Salznote, ich hatte die etwas aschigere Rauchnote, aber ich hatte jetzt keinen Obstgarten dort vor mir liegen. Aber er geht auf jeden Fall angenehm, trotz 46%. Die geben ihm ein bisschen Schwung und Intensität, aber es ist jetzt nicht überfordernd für meinen Gaumen. So ein bisschen hatte ich jetzt diese leichte Vanille, Honig, so diese klassische Bourbon-Fassnote hatte ich jetzt am Anfang. Aber so tatsächlich Obst oder Frucht, so dieses Zitrusartige, wie ich jetzt in der Nase hatte, hatte ich jetzt im Geschmack gar nicht. Und dann tatsächlich sehr trocken, sehr aschig der Rauch, nicht satt fleischig. Aber er hält lange an. Ja, also nicht wie ein Oktomor, wo man am nächsten Morgen noch weiß, wie der Whisky geschmeckt hat. Aber er ist auf jeden Fall konstant bleibend und verschwindet nicht einfach. Und in der Nase ist er viel fleischiger und viel fruchtiger. Das ist sehr interessant. Ist übrigens ein No-Age-Statement. Steht nirgends drauf, wie alt er ist. Hier unten steht noch Inspired by an Alchemy on Craft and Cask, Time, Sea and Air. Das trifft auf so ziemlich jeden Whisky zu. Curious Mind and Eye for Detail. Bold and honest about its Islay origins and just a little mysterious about everything else. Also es wird auch entsprechend geheim gehalten, aus welcher Brennerei er kommt. Ich bin mir jetzt auch ganz ehrlich nicht so sicher. Von der Nase her, diese Zitrusfruchtnote erinnert mich ein bisschen an Artbeck. Der fleischige und dann aber aschige Rauch erinnert mich an Carl Eider. Er könnte auch einen Touch von Laphroaig haben. Ich bin mir nicht sicher. Er schmeckt aber auf jeden Fall sehr, sehr gut, finde ich. So als allgemein Trinkwhisky für jeden Tag. Oder eben nicht jeden Tag, aber so als entspannten Whisky zum Trinken hier und da ist er auf jeden Fall sehr gut geeignet, finde ich. Und tut mir leid, wenn ich die ganze Zeit dort in die Ecke gucke, aber irgendwas raschelt dort im Gebüsch und macht mich die ganze Zeit total nervös. Bestimmt ein Vogel. Auf jeden Fall, meine Freunde finden ihn auch. Da war es schon wieder. Meine Freunde finden ihn auch sehr toll. Er ist angenehm, er ist nicht zu rauchig, nicht zu heftig. Und trotzdem hat er entsprechend ein bisschen Bums mit dabei und ist nicht so Larifari. Das finde ich ist bei rauchigem Whisky immer ganz wichtig, dass er nicht wie ein eingeschlafener Schuh schmeckt. Dann schmeckt rauchiger Whisky immer noch mal unangenehmer, finde ich. Es kommt näher.
aber der ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter, sehr solider, sehr leckerer, entspannter, rauchiger Trink-Whisky für den Alltag und kommt, wie gesagt, in einer wunderschönen Flasche. Also allein für dieses Flaschen- und Etikett- und Tube-Design würde ich den kaufen. Der sieht auf jeden Fall super, super edel in eurer Bar aus. Und ich war überrascht, als ich ihn gesehen habe, das erste Mal, ich habe ihn geschenkt bekommen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott, das muss doch ein unglaublich teurer Whisky sein. Am Ende war er gar nicht so teuer, aber einfach die Aufmachung überzeugt mich vollends. Dafür gibt es auch super viele Punkte meinerseits. Und ich gebe jetzt noch nach einer letzten Geschmacksprobe meine finale Punktzahl ab. Der ist auch am Anfang, ist er schön leicht, sagt erstmal Hallo und dann kommt aber auch trotzdem so ein bisschen der Rauch angerollt. Das finde ich ganz angenehm. Und dann läuft er, wenn man ihn runtergeschluckt hat, dann läuft er so an der Zunge so breit und drunter und ist dann im ganzen Mund vorhanden. Deswegen gibt es von mir 7 Punkte. Ja, 7 Punkte ist ein super leckerer Alltagswhisky, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und schreibt mal unter dieses Video, wie ihr das findet, dass ich hier spontan am See ein Tasting-Video für euch gedreht habe. Soll ich öfter mal solche spontanen Videos machen oder lieber wieder zu Hause im Sessel? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr keine Zeit habt, die Videos auf YouTube zu gucken, schaut einfach mal auf Spotify, auf Apple Podcast und auf allen möglichen anderen Podcast-Plattformen vorbei. Da gibt es meine Videos jetzt nämlich auch zum Hören für unterwegs. Bis zum nächsten Mal. Slangy.